und Herren, ich freue mich heute auch hier im Rahmen dieses Symposiums Ihnen einige neue Modellvorstellungen präsentieren zu können. Manch einer von Ihnen kennt mich möglicherweise schon aus einigen Vorträgen oder Ausführungen. Natürlich habe ich den heutigen Vortrag ein bisschen auch in den Kontext dieses Symposiums gestellt. Also ein thematischer Schwerpunkt soll auch sein, wie weit sich das auf biologische Strukturen anwenden lässt, das neue quantenphysikalische Denken und auch auf Anwendungen im Bereich der Medizin. Dazu habe ich speziell heute einige Folien mit eingestreut. So am Schluss meines Vortrages will ich dann auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und die philosophischen und auch spirituellen Konsequenzen aus diesen neuen Modellen mit Ihnen hier durchgehen. Ja, ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Dann schauen wir mal. Ja, ich will auch mal kurz nochmal zurückkommen auf die Antike. Die Philosophen in Griechenland haben sich ja auch schon Gedanken gemacht über den Aufbau und die Struktur der Welt, in der sie lebten. Und da komme ich jetzt mal zu sprechen auf das Höhlengleichnis von Platon. Das soll uns ein bisschen daran erinnern, dass wir eigentlich nur in der Lage sind, immer nur einen Teil des Ganzen wahrzunehmen. Das, was wir fühlen, spüren, erkennen, beobachten können, ist immer nur ein Teil der Wirklichkeit. Und Wirklichkeit spielt sich immer ab in Räumen, in raumzeitlichen Strukturen. Und hier dieses Höhlengleichnis, da geht es hier um diese Gefangenen, die sind hier angekettet in dieser Höhle. Und die einzige Möglichkeit, an Informationen zu kommen über die Welt, das ist das, was die Gefangenen hier an der Wand der Höhle sehen. Das sind Schatten, Risse. Da oben sehen sie Schauspieler. Die stehen vor einem Feuer, tanzen, bewegen sich dort. Und der Schattenriss, das ist das, was diese Gefangenen hier in der Höhle von der Wirklichkeit wahrnehmen. In gewisser Hinsicht sind wir hier auch in einer Höhle. Ich meine jetzt nicht nur diesen Raum, sondern eigentlich auch diese ganze Raumzeit, in der sich unser Leben abspielt, das, was wir als Weltall oder Universum auffassen. Wir werden sehen, dass man auch dieses Universum als Höhle, als Teil eines größeren Ganzen auffassen kann. Denn Platon hat hier auch schon angedeutet, selbst diese Schauspieler sind auch wieder nur ein Teil einer größeren Wirklichkeit, denn es gibt hier einen Ausgang aus dieser Höhle, an das helle Tageslicht, ja, da ist dann noch ein größerer Bereich und man sieht, die Freiheitsgrade nehmen zu mit jeder größeren übergeordneten Perspektive, die man wahrnehmen kann. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir aus unserer Höhle herauskommen oder auch erkennen können, was es außerhalb dieses Universums noch so geben kann. Ja, ein erster Ausbruchversuch aus der Höhle, der fand so vor etwa 400 Jahren statt, der große Paradigmenwechsel im Mittelalter, der Beginn der Neuzeit, die Entwicklung der Naturwissenschaften nahm dort ihren Anfang. Wir sehen hier, Sie kennen sicher diesen alten Holzstich eines unbekannten mittelalterlichen Meisters. Hier bricht ein Mensch aus dem mittelalterlichen Weltbild. Hier war die Erde noch eine Scheibe und plötzlich, indem er diese feste Sphäre durchbricht, erkennt er eine größere Wirklichkeit. Ja, diese Zeit markiert den Übergang vom geo- zum heliozentrischen Weltbild. Die Menschen haben erkannt, dass die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt ist, sondern eben nur ein Planet von vielen, der um die Sonne kreist. Und das war natürlich ein großer Umbruch im Denken. Und die damaligen Protagonisten dieses Paradigmenwechsels wurden natürlich auch erstmal als Spinner verkannt. Ne? Man hat ihnen vorgehalten, steh morgens auf und guck, du wirst sehen, die Sonne geht auf, kreist um die Erde und abends geht sie dann im Westen wieder unter. Was erzählst du uns denn hier, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Ja? Das war für den mittelalterlichen Menschen nicht so ohne weiteres nachzuvollziehen, aber wie wir wissen, hat sich das alles durchgesetzt. Ja, es gab dann einen zweiten großen Paradigmenwechsel. Nachdem sich die Naturwissenschaften emanzipierten vom mittelalterlichen Denken und man
zu gründlichen und exakten Beobachtungsmethoden überging, hat sich natürlich insbesondere die Physik sehr stark entwickelt. Die Physik lebte zunächst unter dem Paradigma der Newtonschen Mechanik. Isaac Newton gilt als der Begründer der modernen Physik und viele Fragestellungen, auch technische Probleme, kann man heute noch wunderbar mit der Newtonschen Mechanik behandeln und zu Lösungen gelangen. Ein Ingenieur, der heute eine Maschine konstruiert, der wird weitestgehend sich mit der Newtonschen Mechanik diesem Problem widmen und es auch lösen können. Nur für spezielle Fälle muss man ein größeres, übergeordnetes theoretisches Gebäude betreten. Und das hat uns Albert Einstein eröffnet mit seiner Relativitätstheorie. Sie sehen, was hat Einstein eigentlich erkannt? Er hat gesehen, dass Räume eben nicht ungekrümmt sind, sondern durch die Anwesenheit von Massen sozusagen verbogen werden. Wir können uns einen gekrümmten Raum nicht vorstellen, deshalb wählen wir die Analogie einer Fläche. Eine glatte, ebene Fläche entspräche einem ungekrümmten Raum und die Anwesenheit einer Masse, das hat Einstein eben gezeigt, verbiegt sozusagen die Metrik des Raumes. Diese Erkenntnis führte auch dazu, dass einige Paradoxa der klassischen Mechanik gelöst werden konnten. Ja, das wurde hier in einem der Vorträge auch schon mal erwähnt. Man hat es bei dem Merkur beobachtet, dass der so eine Rosettenbewegung um die Sonne macht, dass also der sonnennächste Punkt seiner Umlaufbahn bei jedem Umlauf ein Stückchen vorrückt. Und das lässt sich mit der Newtonschen Mechanik, mit dem Gravitationsgesetz nicht erklären. Und die Krümmung des Raumes führte dann schließlich dazu, dass das erklärt werden konnte. Ja, wir werden später sehen, dass bei der Erklärung oder bei der Entwicklung von Teilchenmodellen die Einsteinsche Relativitätstheorie unter Umständen auch Lösungswege aufzeigen kann. Parallel zu Einstein gab es natürlich noch eine weitere Erkenntnis. Da hat sich die Quantenphysik entwickelt, zunächst von Max Planck für die elektromagnetische Strahlung entworfen, für das Licht. Er zeigte eben, dass Licht, die Energie, die von Licht transportiert wird, nur in kleinsten Portionen, den sogenannten Quanten, eben transportiert wird. Und dann hat sich diese neue Physik, diese Quantenphysik, auch auf die Beschreibung von atomaren Strukturen anwenden lassen. Wir sehen hier ein einfaches Atommodell, es geht auf Niels Bohr zurück. Ja, er stellte sich zunächst vor, dass die Elektronen auf Kreisbahnen um die Atome sich bewegen, aber schließlich wurde das natürlich erkannt, dass man für Quantenobjekte keinen genauen Ort angeben kann, sondern eben nur eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit angeben kann. Hier sehen wir dann so eine Rechnung, der Aufenthaltsort eines Elektrons auf seinem Weg um den Atomkern, der kann eben nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angegeben werden. Ja, die Physik ist weiter vorgestoßen, die innere Struktur der Atomkerne wurde entschlüsselt. Hier sehen wir die innere Struktur von Protonen und Neutronen, da hat man die Quarks gefunden, also Teilchen, mit denen man subatomare Teilchen bildet. Hier sehen wir, wie Protonen beschleunigt werden auf einer Bahn und dann zur Kollision gebracht werden. Und aus den Bruchstücken, hier sehen wir, wie Atomkerne durcheinander fliegen und aus diesen vielen Bruchstücken kann man dann auf die innere Struktur der Teilchen zurückschließen. Das ist hier so eine Animation einer Teilchenbeschleunigeranlage bei CERN. Im Prinzip ist das so, wir schmeißen einen Gegenstand an die Wand und aus den Bruchstücken entschlüsseln wir dann seine ursprüngliche Form. Das ist die Vorgehensweise der Elementarteilchenphysiker. Gesichert ist heute in der Physik, dass eben Protonen und Neutronen aus den Quarks aufgebaut sind. Je drei Quarks bilden ein Proton oder ein Neutron, aber dann hört das gesicherte Wissen der Elementarteilchenphysik auf. Hier beginnt die Welt der Hypothese. Was jetzt kommt, hat noch einen gewissen spekulativen und vorläufigen Charakter. Ich kann Ihnen hier auch keine
gültige und anerkannte Theorie zeigen, wie es tiefer aussieht in der Materie, denn hier existieren eben verschiedene Modelle nebeneinander. Sie haben sicher alle schon mal von der Stringtheorie gehört. Hier sehen wir nochmal dieses Quarkmodell von Proton und Neutron. Und die große Frage war jetzt, wie sind die noch kleineren Teilchen denn innerlich aufgebaut? Haben die eine Struktur, die man beschreiben kann? Also ein Teilchen, das wohl besonders wichtig ist bei dieser Fragestellung, ist das Elektron. Denn das Elektron ist das Teilchen, das Photonen abstrahlt. Also die elektromagnetischen Felder oder elektromagnetischen Wellen, Photonen im Quantenbild, werden von Elektronen abgestrahlt und von Elektronen absorbiert. Elektronen sind also die Quellen und Senken des Lichtes, der Photonen. Und wir sind ja hier im Symposium auch, hier geht es um die Biophotonen, um die elektromagnetische Strahlung in biologischen Strukturen. Deshalb ist es insbesondere auch für biophysikalische Fragestellungen von besonderer Bedeutung, sich mit der Struktur der Elektronen zu befassen. Was wir gesichert wissen über das Elektron, sind so ein paar steckbriefliche Daten. Wir können also seine Masse ziemlich genau angeben. Wir können die elektrische Ladung, die auf einem Elektron sitzt, messen. Das magnetische Moment, den Drehimpuls oder Spin, wie die Elementarteilchenphysiker sagen. Und wir wissen, so ein Elektron hat eine prinzipiell unendliche Lebensdauer. Es ist also mehr oder weniger unverwüstlich. Es sei denn, es trifft auf sein Schwesterteilchen, das Positron, dann können sich beide zerstrahlen und dann fliegen da einige Photonen auseinander und transportieren die Energie der beiden Teilchen fort. Über die Größe des Elektrons wissen wir auch nicht sehr viel. Wir können nur angeben, dass es auf keinen Fall größer als 10 hoch minus 19 Meter ist. Das ist sehr, sehr klein, das ist der zehntausendste Durchmesser eines Atomkerns. Das weiß man aus Streuexperimenten in Teilchenbeschleunigern, dass Elektronen keinen größeren Durchmesser haben können. Das ist also deutlich kleiner als der klassische Elektronenradius. Über die weitere Struktur können wir jetzt hier nur weiter spekulieren. Da gibt es eine große Spielwiese. Die eine große Spielwiese, das sind die ganzen Dialekte der Stringhypothesen. Derer gibt es einige Dutzende. In den Stringtheorien versucht man durch Hinzunahme weiterer Dimensionen die Teilcheneigenschaften zu beschreiben. Ah ja, gut, ich muss hier nochmal kurz zurückgehen. Die Stringtheorien werden im Mainstream der Physik mit besonderer Intensität verfolgt, aber es gibt außerhalb des Mainstreams noch andere Konzepte. Und auf ein Konzept möchte ich Sie jetzt aufmerksam machen. Das ist die komplexe Relativitätstheorie von Jean-Émile Charron. Charron war ein französischer Kernphysiker. Er lebte von 1926 bis 1998 und er nannte seine Theorie komplexe Relativitätstheorie. Er ging aus von der Einsteinschen Relativitätstheorie. Die Gleichungen der Einsteinschen Relativitätstheorie haben bei ihm auch weiter ihre Gültigkeit. Aber er dachte sich, ich brauche weitere Dimensionen, um die Metrik, die innere Struktur des Elektrons beschreiben zu können. Und dabei ließ er sich von folgenden Gedanken leiten. Aus der Relativitätstheorie ist er bekannt, das war zunächst auch nur eine Hypothese, ist aber mittlerweile belegt, dass es im Kosmos, im Weltraum, schwarze Löcher gibt. Also bis in die 80er Jahre war das eine Hypothese. Aber dann hat man tatsächlich Objekte gefunden im Weltraum, die tatsächlich schwarze Löcher darstellen. Was ist denn so ein schwarzes Loch? Wir sehen, das ist ein Bereich in der Raumzeit, die ist jetzt hier wieder als Fläche dargestellt, in der der Raum extrem stark gekrümmt ist. Wenn eine Masse auf einen sehr, sehr kleinen Raum komprimiert wird, extrem verdichtet wird, dann kann sie den sie umgebenden Raum so stark krümmen, dass sich dieser Raumbereich quasi aus der äußeren Raumzeit wegstülpt. Und da gibt es dann einen bestimmten Abstand von diesem schwarzen Loch. Wenn der unterschritten wird, dann gibt es kein Zurück mehr. Selbst wenn man mit Lichtgeschwindigkeit versuchen würde, aus diesem Raumbereich wieder zu entrinnen,
käme man da nicht raus. Deshalb heißen diese Strukturen auch schwarze Löcher, weil selbst Licht, das ja Lichtgeschwindigkeit hat, kommt aus diesem schwarzen Loch nicht mehr raus. Ja, man hat solche Strukturen gefunden. Man weiß heute, dass Sterne, bestimmte Sterne, sofern sie eine bestimmte Ausgangsmasse haben, können zu einem schwarzen Loch implodieren. Wenn ein Stern seinen ganzen Wasserstoffvorrat verbraucht hat durch Kernfusionsprozesse, dann kann irgendwann der Strahlungsdruck dem Gravitationssog nach innen nicht mehr standhalten und dann kann ein Stern zu einem schwarzen Loch kollabieren. Zuerst hat man auch solche stellaren schwarzen Löcher entdeckt. Da gab es eine Radioquelle, Cygnus X1 im Sternbild Schwan. Da hat man ein Doppelsternsystem gefunden und da kreist ein gewöhnlicher Stern um einen Begleiter und dieser Begleiter ist ein schwarzes Loch. Also die kreisen natürlich beide um ihren gemeinsamen Schwerpunkt und man sieht, wie das schwarze Loch diesen normalen Stern langsam auffrisst. Ja? Es wird also ständig Materie von dem Stern in dieses schwarze Loch eingesaugt und dabei wird diese Materie auf Kreisbahn sehr stark beschleunigt und dabei entsteht eine sehr charakteristische Röntgenstrahlung und nur aufgrund dieser Strahlung konnte man das schwarze Loch entdecken. Heute wissen wir, dass in fast jeder Galaxie, im Zentrum jeder Galaxie, sehr monströse schwarze Löcher sind. Man vermutet auch im Innern unserer Galaxie ein schwarzes Loch mit einer Masse von mehreren Millionen Sonnenmassen. Nun aber zurück in die Welt der Teilchen. Charon hat sich jetzt gedacht, okay, ein Teilchen, das eine Masse hat, verbiegt vielleicht in seiner Umgebung auch den Raum und kann vielleicht so ähnlich wie ein mini-schwarzes Loch aufgefasst werden. So was Ähnliches, dass eben die Masse oder Energiedichte eines Teilchens den sie umgebenden Raum krümmt. Und dann hat er das so angesetzt. Schauen wir mal. Ja. Wir sehen jetzt hier auf die Kante einer glatten Fläche, also ein ungekrümmter Raum, und die Anwesenheit einer Energiedichte kann den Raum verbiegen. Und da kann sowas entstehen wie so ein kleiner Raumzeittropfen, ja? Dass sich quasi eine Energiedichte aus der äußeren Raumzeit herausstülpt und dabei entsteht sowas wie eine kleine innere autonome Raumzeit. Und wenn man sowas jetzt mathematisch ansetzt, dann muss man natürlich dafür extra Dimensionen hernehmen, weil dieser Bereich, der befindet sich jetzt nicht mehr in der äußeren Raumzeit, sondern bildet eine innere Teilchenraumzeit. Das war so die Konzeption, die Idee, die Charon verfolgte. Und das Verblüffende war, mit diesem Ansatz war er in der Lage, sowohl die Masse als auch die Ladung eines Elektrons zu berechnen. Und zwar mit erstaunlicher Genauigkeit, obwohl er ein sehr einfaches Modell verwendete. Das sehen wir jetzt hier. Wir sehen hier diese ebene Fläche, das soll die äußere Raumzeit sein. Und da ist ein Ort, wo das Elektron beobachtet werden kann. Und hinter diesem Berührungspunkt, hinter diesem Ort, ist so eine innere Raumzeit. Und die ist natürlich nicht leer, sondern da ist was drin. Da ist eine Energiedichte eingeschlossen. Man kann das als ein sogenanntes Photonengas beschreiben. Also eine Wolke aus Lichtteilchen, ja, um das mal ganz gewöhnlich auszudrücken. Und das ist hochinteressant. Also mit dieser Idee gelang es eben Charon, die Teilcheneigenschaften zu berechnen. Das war jetzt, ist natürlich für die Physik interessant, aber mit diesem Modell bekommen wir noch mehr. So durch die Hintertür kommt jetzt so was ins Spiel wie der Geist. Was ist jetzt los mit dieser inneren Raumzeit und dem darin eingesperrten Photonengas? Man kann jetzt zeigen, und Charon zeigte das auch, dass man damit die elektrostatische Abstoßung oder Anziehung zwischen geladenen Teilchen beschreiben kann. Wir wissen seit den 1940er Jahren durch den amerikanischen Quantenphysiker Richard Feynman, dass die elektrostatische Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen durch sogenannte virtuelle Photonen vermittelt wird. Feynman nannte diese Photonen virtuell, weil man kann sie eigentlich nie beobachten.
Aber das, was da übertragen wird bei der elektrostatischen Wechselwirkung, lässt sich mit den Eigenschaften von Photonen beschreiben. Also wenn Photonen ausgetauscht werden, dann können diese Kräfte, entweder Anziehung oder Abstoßung, beschrieben werden. Bei Charon ist das jetzt so, dass natürlich diese virtuellen Photonen jetzt keine Photonen sind, die durch die äußere Raumzeit laufen, sondern die werden von den zwischen den inneren Raumzeiten von Elektronen ausgetauscht. Das ist jetzt noch eine andere Sache. Charon postulierte, er nahm also an, dass diese innere Raumzeit pulsiert mit einer bestimmten Frequenz. Er hat das einfach mal angenommen. So kam er zu einem konsistenten Modell. Also aus Charons Theorie kann man dieses Postulat nicht begründen. Ich werde Ihnen aber später aus meiner eigenen Arbeit zeigen, dass man dafür auch eine Erklärung geben kann, warum die innere Raumzeit eines Elektrons pulsiert. Zunächst nochmal zur elektrostatischen Wechselwirkung. Oder, ja, das mache ich hier, genau. Hier haben wir jetzt zwei Elektronen und hier oben ist die äußere Raumzeit und an den Berührungsorten der inneren Raumzeiten der Elektronen, da ist das Elektron und hier ist dieses Photongas eingesperrt und hier auch. Und wenn sich jetzt Elektronen abstoßen, dann ist das ein Impulsübertrag von Photonen im Innern der Photongase der Elektronen. Das heißt, die virtuellen Photonen sieht man deshalb nicht, weil sie in einem anderen dimensionellen Bereich ausgetauscht werden. Sie laufen eben nicht über die äußere Raumzeit. Natürlich können Elektronen auch äußere Photonen austauschen. Das sind ja normalerweise die Photonen, die wir beobachten. Das sind die, die ein Elektron in die äußere Raumzeit abstrahlt und die dann irgendwann von einem anderen Elektron absorbiert werden, empfangen werden. Wir haben also einmal den Austausch von reellen Photonen über die äußere Raumzeit und den Austausch virtueller Photonen über die inneren Raumzeiten. Darin sind sich eigentlich viele Physiker einig, dass wir heute zur Beschreibung aller Teilcheneigenschaften weitere Dimensionen benötigen. Gestritten wird nur darum, wie man solche weiteren Dimensionen einzuführen hat. Ja, da ist noch keine Einigkeit im Lager der Physiker. Das ist eben eine Möglichkeit, das so zu machen und es ist plausibel. Und wir werden sehen, dass wir damit Modellvorstellungen für sehr viele Prozesse, die wir in der belebten Natur beobachten, erklären können. Charon sprach auch davon, dass ein Elektron so etwas wie ein Teilchengedächtnis hat. Das ist jetzt eigentlich der springende Punkt. Wir beschäftigen uns hier ja auch mit Bewusstsein. Und die Voraussetzung für Bewusstsein ist, dass wir in der Lage sind, uns an etwas zu erinnern. Wenn wir kein Gedächtnis hätten, hätten wir ja keine Erfahrung. Und wir würden in jede Situation völlig ohne jede Konditionierung hineingehen. Ne? Wir wüssten nicht, dass die Herdplatte heiß ist. Wenn wir da hinlangen, machen wir die Erfahrung, aua, das tut weh. Das Kind macht das einmal und dann weiß es, oh, da darf ich nicht mehr hinlangen. Das wird nicht ständig dahinlaufen und sich aufs Neue die Finger verbrennen. Also Bewusstsein setzt voraus, dass wir Erfahrungen sammeln und diese auch verarbeiten und da heraus ein Verhalten ableiten. Auch die Absorption und die Emission von Photonen führt dazu, dass im Innern dieses Photonengases ein Photonmuster entsteht. Mit diesem Muster dokumentiert das Elektron sozusagen die Erfahrung, die es da gemacht hat. Und was kann ein Elektron erfahren? Es kann mit einem anderen Teilchen zusammenstoßen. Ja, Feynman hat das ja beschrieben als den Austausch eines virtuellen Photons. Der Austausch eines virtuellen Photons bedeutet aber auch, dass Elektronen Lichtmuster, also Erfahrungen, untereinander austauschen können. Das heißt, es wird Information übertragen. Wir haben also hier einen inneren Speicher für Information in diesem Modell. Aufgrund dessen kann man sagen, das Elektron verfügt über ein Teilchengedächtnis. Man kann jetzt sicher auf der Ebene des einzelnen Elektrons noch nicht von Bewusstsein sprechen. Bewusstsein ist ein kollektives Phänomen.
Ein großes Ensemble von Elektronen führt dann zu einem starken elektromagnetischen Feld. Und das kann dann ein Gedanke sein. Wir wissen aus der Gehirnforschung, Gedanken korrelieren mit elektromagnetischen Feldern. Bestimmten Forschergruppen ist es schon gelungen, bestimmte Begriffe zu verabreden mit einer Testperson, und im EEG sieht man dann eine bestimmte elektromagnetische Signatur. Und da gibt es eine sehr große Trefferquote. Ja? Heute gibt es schon Studien, da versucht man mit mentaler Kraft Autos zu lenken. Ja? Also der Fahrer lenkt nicht mehr, sondern er denkt, ich fahre nach rechts und das Auto fährt nach rechts. Ich fahre nach links, das Auto fährt nach links. Das funktioniert schon. Es ist im Teststadium, aber es zeigt, mentale Prozesse, Gedanken, Erinnerungen, innere Bilder können als elektromagnetische Felder interpretiert werden, korrelieren mit diesen Feldern. Und wenn man davon ausgeht, dass in unserem Gehirn, wenn wir etwas erinnern oder denken, sind dort Billionen mal Billionen Elektronen beteiligt und bauen ein entsprechendes elektromagnetisches Feld auf. Sie tauschen in dem Moment diese Information über Photonen aus, und zwar über reelle und virtuelle Photonen. Über Photonen, die den Weg über die äußere Raumzeit nehmen, und in diesem Modell eben auch über Photonen, die über andere transdimensionale Bereiche ausgetauscht werden. Wir haben jetzt also mit diesem Elektronenmodell auch eine Möglichkeit, bewusstseinsrelevante Prozesse zu beschreiben. Und wir können das natürlich auch verbinden mit den Erkenntnissen der Biophysik, der Biophotonenforschung, von der hier in vielen Vorträgen auch die Rede gewesen ist. Wir wissen heute aus der Biophysik, dass die Stoffwechselprozesse in den menschlichen oder überhaupt in biologischen Zellen durch kohärente elektromagnetische Felder gesteuert werden. Nur die Quellen und Senken dieser Felder sind die Elektronen. Letztendlich sind es also die Elektronen, die diese Felder generieren und dabei Informationen austauschen und dadurch bestimmte Moleküle zu bestimmten Reaktionen veranlassen. Eben der geregelte Stoffwechsel in einer biologischen Zelle. Man kann abschätzen, dass in jeder gesunden Zelle pro Sekunde 100.000 chemische Reaktionen geordnet ablaufen. Das heißt, die beiden Reaktionspartner, zwei Moleküle, erfahren, wo sie eine bestimmte chemische Reaktion durchführen sollen. Und genauso weiß die Zelle oder bringt das elektromagnetische Feld dieser Materie bei, welche Stoffwechselprodukte vielleicht ausgeschieden werden sollen. Das alles wird gesteuert und geregelt über das elektromagnetische Feld im Innern der Zelle. Das ist jetzt ein Elektronenmodell, das noch etwas genauer ist. Charon hat eine mathematische Vereinfachung durchgeführt. Er ging davon aus, die innere Raumzeit eines Elektrons ist so eine pulsierende Kugel, und die hat nun einen Berührungspunkt mit der äußeren Raumzeit. Das ist eine mathematische Näherung. Punkte gibt es in der, das ist eine Singularität. Ich habe gezeigt in einem anderen Modell, dass an der Stelle der Berührungsstelle ein kleiner Wirbel sitzt. Damit werden wir uns aber später nochmal befassen. Man hat dann auch ein Modell, ein Quantenmodell der Gravitation. Ich komme darauf später zurück. Hier sehen wir also, dass Elektronen über ihre inneren Raumzeiten und über die äußere Raumzeit Photonen, elektromagnetische Energie und damit auch Information austauschen können. Man kann sich auf diese Weise ein Modell davon machen, dass quasi jedwede Materie Gedächtnis hat. Materie lässt sich informieren. Damit lassen sich zum Beispiel auch so Phänomene beschreiben wie bei der Homöopathie. Man muss sich ja fragen, warum muss man, wenn man eine homöopathische Potenz herstellt, die vorher verschütteln? Es reicht nicht immer nur zu verdünnen. Wenn man immer nur ein Zehntel der Urtinktur zu einem Lösungsmittel dazuschüttet und die Lösung auf 1:10 verdünnt
und dann weiter verdünnt und weiter verdünnt. Das ist nicht alles. Das Entscheidende ist das Schütteln. Erst durch das Schütteln werden die Moleküle des Lösungsmittels mit den Molekülen der Urtinktur durch elektrostatische Kräfte miteinander in Verbindung gebracht. Das heißt, die Hüllelektronen des Lösungsmittels, der Lösungsmittelmoleküle, Wassermoleküle zum Beispiel, und die Hüllelektronen der Urtinktur, die verdünnt, die potenziert wird, stoßen stark zusammen. Durch das Schütteln werden sie ständig zu Stoßprozessen veranlagt und dabei werden innere virtuelle Photonen ausgetauscht. Dabei werden Lichtmuster ausgetauscht. Man kann sich so vorstellen, dass die morphische Struktur eines Urtinkturmoleküls auf ein Elektron oder die Elektronen des Lösungsmittels übertragen werden. Damit trägt das Wasser oder der Alkohol, das Lösungsmittel, dann die Information der morphischen Struktur des verdünnten, des potenzierten Mittels. Und wenn man das bei jedem Schritt macht, das Schütteln, dann geht der Stoff immer mehr weg, aber die Information bleibt vorhanden. Das wäre also ein Erklärungsmodell für die Homöopathie. Wir wissen, dass insbesondere in biologischen Strukturen viele Atome und Moleküle in angeregten Zuständen sind. Das heißt, diese Atome und Moleküle sind nicht im energetischen Grundzustand. Die Elektronen umkreisen die Atomkerne oder Molekülschwerpunkte nicht um die untersten, energetisch niedrigsten Bahnen, sondern die Elektronen haben in den Bahnen, in den Orbitalen der Atome und Moleküle elektromagnetische Energie eingelagert. Man nennt das auch Bioplasma. Biologisch lebendige Materie ist in einer Art Plasmazustand. Die Elektronen sind nicht mehr so stark an die Atomkerne gebunden wie in gewöhnlicher Materie. Es ist ein quasi ionisierter Zustand. Manche Elektronen können sich sogar frei bewegen. Der deutsche Physiker Gerd Binnig, der 1986 den Physik-Nobelpreis bekam für seine Arbeiten am Rasterkraftmikroskop, wunderte sich 1986 in einem Interview, dass biologische Materie eine höhere Leitfähigkeit aufweist, als man normalerweise erwarten würde. Man könnte jetzt schlussfolgern daraus, dass eben weil diese Materie stärker angeregt ist, Elektronen auf höheren orbitalen Kreisen sich stärkere Leitfähigkeiten einstellen. In der Tat kann man zum Beispiel in der Komplementärmedizin messen, dass an den Orten eines Akupunktes, also dort, wo ein Akupunkturmeridian an die Oberfläche tritt, eine höhere Leitfähigkeit vorliegt als in dem umgebenden Hautgewebe. Das heißt, man kann Akupunkte finden durch Messung der elektrischen Leitfähigkeit. Höhere Leitfähigkeit heißt, dort sind mehr freie Elektronen oder diese Elektronen können leichter in Bewegung versetzt werden, wenn man ein elektrisches Feld anlegt. Wir haben also dadurch auch die Möglichkeit, Rückschlüsse auf die Vitalität einer biologischen Struktur zu schließen. Hier sehen wir nochmal einen Querschnitt durch eine Zelle. Sowohl pflanzliche, tierische als auch menschliche Zellen haben einen prinzipiell gleichen Aufbau. Zumindest die Zellen von mehrzelligen Lebewesen, sie haben immer einen Zellkern. Und der größte Teil der DNS ist im Zellkern konzentriert. Das ist dieses große Molekül, das die gleiche Form aufweist wie dieses Gebäude, diese Doppelhelix mit den Brücken dazwischen. Dieses Molekül hat nicht etwa nur die Funktion eines genetischen Speichers, also der genetische Code ist da abgelegt in den Sequenzen, aber gleichzeitig fungiert diese DNS auch als Antenne. Wenn sich ein Elektrotechniker die DNS anschaut, dann kommt er zu dem Ergebnis, das ist ja die ideale Kombination einer Stab- und einer Ringantenne. Ja, das zeige ich Ihnen auf dem nächsten Bild. Sie sehen hier diese zöpflinudelartige Struktur der DNS und dazwischen diese Brücken. Wenn man jetzt nur die Stab-
also die Längsfunktion nimmt, da können Elektronen sich hin und her bewegen und schwingen im Takt der elektrischen Feldänderung. Und dann haben wir durch die Spirale noch Kreisbahnen. Da können Elektronen Energie aus der Magnetkomponente auskoppeln, weil wenn Elektronen sich in einem Magnetfeld bewegen, werden sie auf Kreisbahnen gebracht. Wir haben also die ideale Kombination einer Stab- und einer Ringantenne. Und in der Tat ist wohl die Funktion der DNS, elektromagnetische Energie in der Zelle zu verteilen. Messungen haben ja auch gezeigt, dass etwa 90% der elektromagnetischen Energiedichte im Zellkern konzentriert ist und die restlichen 10% im übrigen Zellgewebe. Außerdem fungiert die Zelle als Hohlraumresonator. Zellen haben eine Größe, eine bestimmte Größe, in der sie in Resonanz gehen, insbesondere mit den Photonen, die etwa von der Wellenlänge sichtbaren Licht sind. Messungen haben gezeigt, dass der größte Teil der Biophotonen, das sind genau die, die auch die Stoffwechselprozesse steuern in einer Zelle, im Bereich des sichtbaren Lichts liegen. Die Physiker haben dafür eine Energieeinheit, das sind so 1 bis 2, 3 E-Volt. Das sind genau die Energien, die notwendig sind, um biochemische Reaktionen zu stimulieren. Und stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Gitarrensaite, hätten aber nicht den Klangkörper der Gitarre. Wenn Sie dann die Saite spannen und den Ton anschlagen, können Sie den hören, aber der ist sehr leise. Aber wenn Sie jetzt einen Klangkörper dazu nehmen, einen Hohlraumresonator, eben den Klangkörper der Gitarre, dann wird der Ton lauter. Es kommt also zu einer Resonanzverstärkung. Auch diese Aufgabe übernimmt die Hülle der Zelle. Zellen könnten ja genauso gut auch 100-mal so groß sein, wie sie sind. Oder nur ein Hundertstel so groß, wie sie sind sie aber nicht. Sie sind genauso von der Größe skaliert, dass sie in Resonanz gehen können mit den Photonen des sichtbaren Lichts. Denn diese Photonen sind in Hülle und Fülle verfügbar, zumindest hier auf der Erdoberfläche durch die Sonneneinstrahlung. Und wir wissen ja, dass die meisten biologischen Organismen über Photosynthese, auf dieses Licht angewiesen sind, um ihre Stoffwechselprozesse zu steuern. Ja, man könnte jetzt hier noch in viele Details hineingehen, aber wir sollten nicht vergessen, die Musik machen die Elektronen. Denn die Elektronen sind die Teilchen, die Photonen abstrahlen und die Photonen empfangen. Und bei jedem Austausch eines Photons können Elektronen eine Information in sich aufnehmen, in ihrer inneren Raumzeit abspeichern, nach dem Charonschen Modell. Jetzt kommt etwas aus meinen eigenen Arbeiten in Bezug auf Messbarkeit der Biophotonenkonzentration. Wenn Sie einen biologischen Organismus in ein starkes elektrisches Feld bringen, dann werden die Elektronen, die frei sind, in diesem Feld beschleunigt. Man spricht in der Physik von Austrittsarbeit. Diese Elektronen sind nicht stark gebunden an Atome oder Moleküle. Sie können leicht mobilisiert werden von einem äußeren Feld. Das heißt, wenn wir jetzt eine Struktur haben, in der wir eine hohe Biophotonenkonzentration haben, können wir erwarten, dass dort die Stoffwechselprozesse gut ablaufen. Die Zelle ist gesund. Man konnte zeigen in der Biophysik, kranke Zellen haben eine niedrigere Biophotonenkonzentration als gesunde Zellen. Das heißt, da, wo viel Biophotonen sind, sind auch viele freie Elektronen, die können leicht mobilisiert werden und das kann man messen. Daraus ist ein Messverfahren entstanden, das war früher bekannt als Kirlian-Fotografie, dann wurde es von einem deutschen Heilpraktiker, dem Peter Mandl, weiterentwickelt. Dabei wurden die Abstrahlungen der Terminalpunkte aufgenommen. Und auf empirischem Wege hat Peter Mandl und auch andere Anwender herausgefunden, dass es dort eine Energie-Organ-Beziehung gibt. Ja? Man kann also jetzt Rückschlüsse ziehen auf die Verteilung der Biophotonen in bestimmten Körperbereichen. Und man sieht, ob ein Akupunkturmeridian geflutet ist mit Biophotonen oder ob da ein Mangel vorherrscht. Auch Fokussierungen kann man interpretieren als toxische oder entzündliche Prozesse. Es ist sogar möglich, aus Bildern
entzündliche Herde an Zahnwurzeln zum Beispiel zu diagnostizieren. Also ich habe dieses Verfahren dann seit den 1980er Jahren weiterentwickelt und mache jetzt diese Aufzeichnung nicht mehr auf fotoempfindlichem Papier, sondern auf digitalem Wege. Das heißt, mit einer elektronischen Kamera werden diese Leuchtbahnen aufgezeichnet. Es ist also so, die Elektronen werden beschleunigt in einem elektrischen Feld und auf ihrem Weg durch die Luft stoßen sie mit Luftmolekülen zusammen. Es kommt zu Stoßanregungen und die Luftmoleküle geben dann die durch Stoßprozesse erhaltene Energie wieder in Form von Photonen ab. Und diese Photonen werden dann aufgezeichnet. Wir haben also eine kausale Kette zwischen der Biophotonenkonzentration und den Photonen, die von den freien Elektronen dann in der Luftatmosphäre erzeugt werden. Hier sehen Sie ein relativ schwaches elektromagnetisches Feld. Das wäre jetzt eher eine Person, wo ein gewisser Erschöpfungszustand ist. Wenn jetzt diese Person irgendetwas unternimmt, wo sie wieder zu Kräften kommt, sich energetisch auch erholt, dann kann das Bild sich in diese Richtung bewegen. Ja, wir sehen also hier schon deutliche Intensitätsunterschiede. Und man kann sogar manche Lücken, sofern sie immer wieder auftreten, mit psychischen Strukturen, mit traumatischen Blockaden in Verbindung bringen. Wenn also ein Mensch irgendein Trauma löst, irgendeine energetische Blockierung löst, kann es passieren, dass dann in einem bestimmten Organbereich der energetische Fluss wieder in Gang kommt, dass die Biophotonenkonzentration dort ansteigt und dann steigt natürlich auch die Vitalität dieser Person, der Grad der Gesundheit, könnte man auch sagen. Und optimalerweise würde sich das in diese Richtung bewegen. Ja? Das wäre also ideal, wenn die Umflüsse harmonisch und rund sind und sich starke Abstrahlungen bilden. Ja? Nur noch mal zur Kontrolle sehen, also verschiedene Stufen von Vitalität. Ja? In einem solchen Bild haben Sie es eher dann zu tun mit Menschen, die erschöpft sind. Burnout wäre zum Beispiel in die Richtung. Oder auch ein Mensch, der schon, wo sich eine physische Erkrankung manifestiert. Und je stärker das Feld wird, umso mehr geht es Richtung Gesundheit und auch höherer Lebensqualität. Nicht zu vergessen ist dabei natürlich, es geht nicht nur darum, jetzt um die Quantität, dass jetzt die Biophotonen in großer Menge vorhanden sind, sondern dieses Biophotonenfeld muss natürlich auch kohärent sein. Also ein geordnetes Biophotonenfeld. Und wir wissen ja auch aus der Technik, nur mit kohärenter Strahlung können wir sehr viel Information übertragen. Mit inkohärentem Licht zerfließt der Informationsgehalt sehr schnell. Und die biophysikalischen Untersuchungen zeigen ja auch, dass sich bei den Biophotonenfeldern in gesunden Organismen um kohärente Strahlung handelt. Wir haben also hier eine Möglichkeit, ein Messverfahren. Wir können nachschauen, wo sind im Körper, wo ist Vitalität, wo ist Lebensenergie gespeichert und wie ist sie verteilt. Und durch empirische Untersuchungen findet man dann auch heraus, wie das korreliert mit bestimmten Krankheitsbildern oder dem allgemeinen Gesundheitszustand. Ein weiteres Thema meiner aktuellen Arbeit ist die Untersuchung, wie sich kristalline Strukturen auf die Kohärenz der Biophotonenfelder auswirken. Ich habe mich schon seit den 80er Jahren für die Steinheilkunde interessiert, man nennt sie auch Lithotherapie. In der Antike war es bereits bekannt, dass man mit Edelsteinen heilen kann. Ja, das ist also ein Thema, das noch weitestgehend in esoterischen Bereichen verbreitet ist, weil es gab bis vor einigen Jahren keine naturwissenschaftlichen Modelle für die Wirkung. Aber ich will Ihnen jetzt ein kleines Erklärungsmodell anbieten, wie man die Wirkung von kristallinen Strukturen auf ein biologisches Energiesystem beschreiben kann. Sie sehen hier ein einfaches zweidimensionales Modell eines Kristallgitters. Also diese schwarzen Punkte sind Atome. Nehmen wir mal an, das ist ein Diamantkristall. Diamant besteht zu 100% aus Kohlenstoff und diese kleinen Federchen sollen einfach die Gitterkräfte, die elektrostatischen Kräfte zwischen den Atomen darstellen. Diese Atome sind also in sehr hoher Ordnung angeordnet
und Sie können sich das Modell natürlich in die dritte Dimension vorstellen. Ja? Jetzt wollen wir mal diesen Kristall mit Photonen befelden. Hier in unserem Raum, hier wo wir uns jetzt aufhalten, sind jede Menge Photonen, Lichtquanten. Die sind aber hier regellos und wahllos. Das ist also kein kohärentes Licht. Ich habe hier allerdings eine Quelle für kohärentes Licht. Das sehen Sie, dieser Laserstab erzeugt ein sehr scharfes Lichtbündel, das über eine lange Strecke gebündelt bleibt. Das ist der Vorteil von kohärenter Strahlung. Sie können damit über große Strecken Informationen gebündelt übertragen. Und was macht jetzt ein Kristallgitter mit diesen inkohärenten Photonen? Sie sehen, hier ist nicht Wellenberg auf Wellenberg und Wellental ist auch nicht auf Wellental. Das wäre also ein inkohärentes Licht. Im Kristall kann es jetzt passieren, dass sich Photonen zwischen den Gitterebenen hin und her reflektiert werden. Das also, wenn das von der Energie her passt, kann hier ein Elektron in einem Atom auf einen angeregten Zustand gehen. Es kann aber diesen Zustand nur kurz halten. Es purzelt dann wieder in seine untere Bahn und dabei schickt es das Photon wieder zurück. Aber jetzt können Elektronen eben, weil sie auch elektrostatisch wechselwirken über virtuelle Photonen, sich quasi auf den geordneten Hin- und Her-Austausch dieses äußeren Photons verabreden. Das heißt, hier entsteht eine gewisse elektromagnetische Energiedichte und Sie sehen auch, da entsteht Ordnung. Es kann also passieren, dass sich hier Photonen ordnen, dass sie in ihrer Phasenlage kohärent werden. Irgendwann wird der Kristall diese Energie natürlich auch wieder weitergeben. Das heißt, wir können zu einem gewissen Prozentsatz inkohärente Strahlung füttern und der Kristall gibt einen gewissen Teil an kohärenter Strahlung wieder ab. Und was man in der Tat beobachtet, und ich habe Messungen durchgeführt jetzt genau zu dem Thema seit 2005, dass man mit solchen Naturdiamanten kann man die Biophotonenkonzentration in einem biologischen Organismus erhöhen. Und das hat dann natürlich positive Auswirkungen auf die Steuerungsfähigkeit. Man beobachtet beschleunigte Heilungsprozesse, also Wunden schließen sich schneller, es gibt keine Narbenbildung, es heilt alles sehr gut ab und da laufen jetzt bald größere klinische Studien an. Hier ist eine Messung zu dem Thema. Sie sehen also hier die Abstrahlung, das ist bei einer repräsentativen jetzt Testperson, die Abstrahlung vor der Befeldung mit einem solchen Naturdiamantprodukt und dann nach 10 Minuten wurde nochmal gemessen, man sieht eine signifikante Erhöhung der Biophotonenkonzentration. Also hier sehen Sie Ansätze, wie man jetzt Erkenntnisse aus der sowohl Quantenfestkörperphysik als auch aus der Biophysik anwenden kann für medizinische Fragestellungen. Wir können diagnostische Werkzeuge weiterentwickeln und wir können aber auch neue Formen der Therapie entwickeln, eine Photonenmedizin. Meine Vision ist es, dass wir in dem 21. Jahrhundert noch mehr Heilungsmethoden implementieren können, wie wir mit kohärenten Photonenfeldern auf das regulierende Feld des Körpers einwirken können, um Gesundheitszustände, Gleichgewichtszustände wiederherzustellen und die Lebensqualität des Menschen erhöhen können. Ja, das waren jetzt so ein paar quantenmedizinische Aspekte. Jetzt komme ich nochmal zurück auf eher so Ideen der Grundlagen. Wir haben hier öfter gehört heute und auch gestern von dem sogenannten EPR-Paradoxon oder von Quantenverschränkung. Ja, Einstein nannte das die spukhafte Fernwirkung. Wir hörten heute auch in einem Vortrag, dass sich offensichtlich diese gekoppelten Quanten mit mehr als 10.000-facher Lichtgeschwindigkeit da Information ausgetauscht wird. Ich kann da natürlich erstmal nur den Kopf schütteln, weil dem muss ich, dieser Interpretation, denn man muss sich ja fragen, wie oder wo wird denn diese Information ausgetauscht? Welchen Weg nimmt die denn? Nimmt die denn den Weg durch die äußere Raumzeit? Da wissen wir einfach aus der Relativitätstheorie,
Die Lichtgeschwindigkeit ist prinzipiell die größte Geschwindigkeit, mit der sich Information ausbreitet. Und die allgemeine Relativitätstheorie ist eine der am besten bestätigten Theorien im Lehrgebäude der Physik. Deshalb bin ich da erstmal skeptisch und gehe da eher einen anderen Weg und sage mir, okay, dann muss ich mich fragen, auf welchem Weg wird denn jetzt hier Information ausgetauscht? Welchen Weg nimmt diese Information? Was heißt Quantenverschränkung? Dann kann man natürlich annehmen, ja, vielleicht sehen wir nur die eine Medaille der Quanten, nämlich die Seite, die sich in der äußeren Raumzeit aufhält. Und ein Quant, vielleicht auch ein Lichtquant, hat noch andere Spuren, die es über andere Dimensionen zieht. Man kann also durchaus, wenn man jetzt an der Relativitätstheorie festhält, weil es eine so gut bestätigte Theorie ist, die Astrophysiker haben sie in glänzender Weise bestätigt in den letzten Jahrzehnten, kann man natürlich annehmen oder muss sogar stringent folgern, dass es weitere Dimensionen gibt. Man kann sagen, einen Hyperraum. Der Mathematiker Klaus Sedlacek hat das in einem kleinen Buch beschrieben. Ich habe das mal vor 2 Jahren, hat er das mal vorgetragen in Berlin auf dem LIEB-Kongress. Man kann es tatsächlich durch rein logische Schlussfolgerungen herleiten, dass es einen Hyperraum geben muss. Damit wäre das EPR-Paradoxon dann natürlich gelöst. Und man kann dann sagen, okay, wenn 2 Quanten, die gekoppelt sind, auseinanderfliegen, zum Beispiel 2 Photonen, die fliegen mit Lichtgeschwindigkeit auseinander, dann haben die keine Chance, über den Weg der äußeren Raumzeit diese Information auszutauschen, beziehungsweise den gleichen Quantenzustand wieder einzunehmen. Wenn er irgendwo an einer Ecke abgefragt wird, geht da der andere Teil sofort auch in den Zustand. Wenn man annimmt, dass die über einen Hyperraum kurzgeschlossen sind, hat man das Problem von der Backe. Und das ist erstmal die Position, die ich dazu einnehme. Für mich ist das EPR-Paradoxon ein Hinweis darauf, Beweis ist vielleicht zu viel, aber es ist ein deutlicher Hinweis, dass es einen Hyperraum geben muss. Die Frage ist jetzt, wie ist er strukturiert? Wie sieht dieser Hyperraum aus? Da ist noch sehr wenig, was eigentlich dazu gesagt wurde. Schauen wir uns nochmal Folgendes an. Die Existenz des Hyperraums lässt sich also aus dem EPR-Paradoxon folgen. Ich habe auch bei näheren Untersuchungen der Arbeiten von Charron zeigen können, wenn man dieses Photonengas betrachtet, im Inneren dieses Elektrons, das in dieser inneren Raumzeit eingesperrt ist oder das quasi diese innere Raumzeit bewirkt. Wenn man in die Feldgleichungen der Einsteinschen Relativitätstheorie können Sie entweder eine Masse oder eine Energiedichte einsetzen in diesen Tensor und dann erhalten Sie die Raumkrümmung. Wenn man jetzt dieses Photonengas bündelt und die gesamte Lichtenergie, die da eingeschlossen ist in dieser inneren Raumzeit, auf ein Superphoton bündelt, dann besteht die Möglichkeit, dass dieser Quantenzustand quasi aus der äußeren Raumzeit verschwindet, so wie ein Ablösen. Aber wo geht der hin? Also auch diese Resonanzbeziehung, die man aus Charons Gleichung herleiten kann, legt die Existenz eines Hyperraums nahe. Also ich sage einfach mal, weiterer Hinweis darauf. Jetzt schaue ich mir mal an. Damit hätten wir also diese spukhafte Fernwirkung, zumindest hätten wir dafür ein Modell. Ne? Wenn wir einen Hyperraum postulieren, wenn wir den annehmen, haben wir das Problem spukhafte Fernwirkung gelöst. Und dann kann Einstein in Ruhe bleiben, muss sich darüber nicht länger aufregen. Seine Relativitätstheorie bleibt auch, wie sie ist, nämlich glänzend bestätigt. Der Hyperraum ist vierdimensional. Zu diesem Ergebnis kam der deutsche theoretische Physiker Burkhard Heim. Burkhard Heim gilt sicher als einer der krassesten Außenseiter der neueren Physik. Aber auch ihm ist es gelungen, auf ganz ähnlichem Wege wie Charron, durch Einführung dieser Transdimensionen die Teilcheneigenschaften zu berechnen. Kollegen vom DESY in Hamburg waren außerordentlich verblüfft, dass Burkhard Heim die damals bekannten
Zustände auch kurzlebiger Teilchen, die in Teilchenbeschleunigern erzeugt werden können, mit sehr hoher Genauigkeit berechnen konnte. Also er konnte aus seinem Formalismus eine Massenformel ableiten, mit der es gelingt, die Eigenwerte der bekannten, also das Massenspektrum der bekannten Teilchen herzuleiten. In späten Jahren seiner Wirkung zeigte er zusammen mit dem Kollegen Dröscher, dass es noch einen, neben der äußeren und inneren Raumzeit, noch einen übergeordneten vierdimensionalen Hyperraum geben muss. Und den nannte er G4. Das geht zurück auf einen Scherz, den er mit den Kollegen bei DAISY machte. Sie sprachen von Gott allein bekannt, G4. Ja? Also ein Raum, wo der Mensch nur sehr schwer Zugang bekommt. In der Tat war es ihm auch nicht möglich, da weitere Strukturen oder die Metrik dieses Raumes weiter zu erforschen. Mich hat das nicht in Ruhe gelassen. Bukertheim starb ja Anfang dieses Jahrzehnts und dann setzte bei mir eine Phase ein, wo ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe. Ich fand eben erstmal heraus eine gewisse Parallelität in der Vorgehensweise von Charron und Heim. Nur Heim ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er geht davon aus, dass wir auch die Struktur des Raumes selbst und die Struktur der Zeit quantisieren müssen. Also alles ist quantenhaft. Bei Einstein ist die Raumzeit noch ein Kontinuum. Das heißt, aus der Mathematik dieser Theorie Einsteins lässt sich herleiten, es gibt beliebig kleine Streckenelemente. Sie können das also bis ins unendlich Kleine fortsetzen. So sind seine Gleichungen formuliert. Heim sagte, das kann nicht sein, es muss eine theoretisch kleinste Strecke geben. Das ist in der Quantenphysik als Planck-Länge bekannt. Das ist eine irrsinnig kleine Strecke, 10 hoch minus 35 Meter größenordnungsmäßig. Und dann ging Heim so vor, er quantisierte dann Raum und Zeit in kleine Raumportionen und Zeitportionen. Weil er sagte, von nichts kommt nichts. Raum ist eben auch etwas, der ist nicht einfach da. Wir beobachten in der Astrophysik, dass sich der Weltraum ausdehnt. Das heißt, das Volumen des Weltalls ist endlich groß, aber unbegrenzt. Ja? Ein in sich gekrümmter Raum, eine Raumzeitblase, die aber stetig größer wird. Und die gängige Vorstellung ist ja, ja, da gab es eine Explosion, diesen Urknall. Da ist die gesamte Energie und Materie, die jetzt im Universum ist, auf einen winzig kleinen, singulären Punkt zusammengepresst gewesen. Das ist die, sagen wir mal, die gängige Lehrmeinung im Moment in der Astrophysik. Obwohl man größte Schwierigkeiten hat, einen so hochkomprimierten Energiezustand darzustellen. Mathematisch lässt er sich überhaupt nicht mehr darstellen. Da muss man um diesen engen Bereich einen großen Bogen machen. Das ist eine Singularität, in der alle Gleichungen kollabieren. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, zum Beispiel die, dass unser Universum, also unsere Raumzeit, von diesem Hyperraum abgespalten wurde. Und zwar, dass das ein Prozess ist, der stetig vor sich geht. Das heißt, dass irgendwann quasi, ich sage jetzt mal ganz salopp, der liebe Gott aus dem Hyperraum angefangen hat, unser Universum aufzublasen, wie ein Luftballon. Und dass die Raumenergie und die darin enthaltene Energiedichte in Form von Teilchen und Strahlung stetig zunimmt. Wie jemand, der einen Luftballon aufbläst. Und weiter und weiter. Und davon bin ich mal ausgegangen, von dieser Vorstellung, und habe dann mal ein Quantenmodell des Hyperraums angesetzt und versucht zu beschreiben, wie die verschiedenen Partialstrukturen, also äußere Raumzeit, innere Raumzeiten der Teilchen, miteinander zusammenhängen. Und da bin ich dann zu folgendem Modell gekommen. Hier nochmal der Überblick. Also R4, das wäre unsere äußere Raumzeit. J4, das wäre die Summe der inneren Raumzeiten der Elektronen und ein Jenseitsraum, in der diese Raumzeiten eingebettet sind. Und drumherum gibt es nochmal einen übergeordneten Hyperraum bei Bukertheim, eben G4. Ich bin mal in dieser Schreibweise geblieben. So, jetzt hole ich mir kurz Rückendeckung bei Werner Heisenberg. Ja, er sagte mal, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch,
aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Ja, und jetzt habe ich mir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt eben diesen Schluck, diesen Kelch zur Neige nehmen, ja, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, jetzt muss ich eben Gott einführen in die Physik. Ja, wie führt man Gott ein? Ja? Da kann man jetzt irgendeine theologische Vorstellung haben und die da in Form eines Gemäldes bringen, aber das soll man ja nicht, ne? Gibt es ja so ein Gebot und so. Gut, das hat mich jetzt nicht so abgeschreckt, ja? Aber ich bin das Ganze mal quantenphysikalisch angegangen und habe mich dann auch an einen Fingerzeig erinnert, der kam nämlich von dem griechischen Philosophen Platon. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wenn Sie gestern Morgen hier in dem wunderbaren Vortrag vom Andreas Beutel gesessen haben, da haben Sie nämlich ein Gemälde gesehen, da standen in der Mitte der Platon und der Aristoteles. Und der Platon zeigt nach oben. Da gibt es eine Quelle, wo alles herkommt. Davon war Platon überzeugt. Und Aristoteles sagte, nö, also jetzt mal langsam hier. Ne? Ich vertrete jetzt mal die platonische Position. Ja? Also Sie verstehen schon, wir bewegen uns jetzt nicht mehr weit, wir sind weit weg von der gesicherten Physik. Aber wir sind intelligente Menschen und wir erlauben unserem Geist einfach mal nachzugrübeln. Ja? Das entspricht unserem Geist. Ja? Das tue ich jetzt einfach mal. Ich erlaube mir das jetzt mal, ein solches Modell des Hyperraums zu entwerfen. Was dabei rausgekommen ist, das sehen Sie jetzt auf der nächsten Abbildung. Es dauert ein bisschen. Ist ja noch keine Weisheit vom Himmel gefallen. Diese Matrix, die Sie hier sehen, die nenne ich Urwortmatrix. Es ist eine schematische Darstellung der Zusammenhänge der verschiedenen raumzeitlichen Bereiche. Hier in der Mitte sehen wir ein Lambda Theta. Das ist mein Symbol für Gott. Man kann auch sagen A und O, ja, womit wir wieder eine gewisse theologische Anspielung haben. Gott sagt von sich in manchen Schriften, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Man kann es aber auch als Lambda und Theta sehen. Ich habe griechische Buchstaben gewählt, weil die haben eine hohe Symmetrie und eine gewisse Ästhetik, die sie dem lateinischen Alphabet voraus haben. Nach Heim ist der Hyperraum hochsymmetrisch. Nun, die symmetrischste Form einer Struktur ist die Punktsymmetrie. Und da Gott nach auch theologischem Verständnis die Quelle allen Seins ist, bildet Eli, Gott, ich nenne das Eli, Energie, Liebe und Information, das Zentrum des Hyperraums. Und aus Eli kommt alle Energie hervor, aus der alles gemacht ist, aus dem wir beschaffen sind. Raum, Zeit, Energie, Masse, Teilchen, alles, was wir sehen und anfassen können und alles, was wir nicht sehen und anfassen können. Und Eli strahlt Raumstrukturquanten ab. Das sind bei mir Streckenelemente. Das sind jetzt keine vier Richtungen, sondern Dimensionen. Und dieses H ist etwa kein H, sondern ein griechisches Eta. Das hat einen gewissen Grund, warum ich diesen Buchstaben gewählt habe. Das sind nämlich Doppelvektoren, die austauschen können. Wenn Sie es genauer wissen wollen, müssen Sie da ein Buch lesen, das ich dazu geschrieben habe. Jedenfalls spannt Eli diesen Hyperraum auf. Und sobald Raum entsteht, entstehen auch radialsymmetrische und zirkulare Strukturflüsse. Und die kann man mit elektrischen und magnetischen Feldern, kann man als magnetische und elektrische Felder interpretieren. Es entsteht also elektromagnetische Strahlung. Das heißt, sobald Sie Raum aufspannen, entsteht Strahlung. Beweis, Hintergrundstrahlung. In der Urknallhypothese ist die Hintergrundstrahlung das Echo des Urknalls, das sich so weit abgekühlt hat, dass man jetzt nur noch da die paar Kelvin messen kann. In meiner Theorie ist das einfach die grundelektromagnetische Strahlung, die im Raum vorhanden ist, ad hoc, die ist einfach da. Weil sobald Raum da ist, haben sie auch Feld. Deckt sich dann natürlich auch mit Quantentheorien, der Dirac-See, sie haben die Vakuumpolarisation. Überall im Vakuum, im Raum, kann auf einmal elektromagnetische Energie
entstehen durch Quantenfluktuation. Wo Raum ist, ist auch Licht. Und diese Raumstrukturquanten können mit diesen radial- und zirkularen Strukturflüssen verwirbeln. Dabei bilden sich Theta-Wirbel. Also mathematisch kann man zeigen, es entstehen vier Klassen solcher Wirbel und die spannen dann raumzeitliche Strukturen auf. Der Hyperraum selber ist ein reiner Raum, ein vierdimensionaler Raum. Da gibt es keine Zeit, da gibt es nur Raum. Das heißt, man kann sich da in allen vier Dimensionen, ist eine freie Beweglichkeit, eine Ewigkeit. Man spricht im Himmel von Ewigkeit und nicht von Zeitlichkeit. Und durch Verwirbelung, das lässt sich in einer einfachen Betrachtung zeigen aus einem Quantenmodell, diese Raumstrukturquanten sind quantenphysikalisch sogenannte Fermionen. Ein Fermion ist ein Quant, das hat einen gewissen Platzbedarf. Das sagt, hier wo ich bin, da kann ich noch was anderes sein. Also Platz da. Ja? Zunächst einmal sind das sehr hohe Energiedichten, die spalten sich auf und die stoßen sich ab. Nach dem Pauli-Verbot, nach dem Quantenphysiker Pauli, stoßen sich Fermionen ab. Das heißt, da entsteht so ein Trichter und eine Verwirbelung. Und da entsteht ein Wirbel, und hinter diesem Wirbel spannt sich eine vierdimensionale raumzeitliche Struktur auf. Das wäre jetzt das Modell für die Entstehung unseres Universums. Nach diesem Modell wäre also Universum ein sich stetig weiter ausdehnender Raum, der immer größer wird, dessen Energie stetig zunimmt und der sich immer weiter ausdehnt. Ist also in Übereinstimmung mit unserer Beobachtung. Das Urknallmodell können wir dann natürlich verwerfen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir hätten dann auch nicht mehr das Problem mit Singularitäten, mit fast gegen unendlich gehenden Energiedichten, ne, die man mathematisch überhaupt nicht mehr beschreiben und in den Griff kriegen kann. Also wäre ein Problem von der Backe, wenn man annimmt, dass unser Weltall ein quantisierter Raum ist, der stetig wächst. Das heißt, da kommen ständig neue Raumstrukturquanten, Raumportionen dazu. Durch die Verwirbelung einer Dimension entsteht Zeit. Zeit kommt also durch die Verwirbelung ursprünglicher vierdimensionaler reiner Raumstrukturquanten zustande. Das heißt, vom Hyperraum spalten keine vierdimensionalen Räume mehr ab, sondern Strukturen mit drei raumartigen und einer zeitartigen Dimension oder Strukturen mit drei zeitartigen und einer raumartigen Dimension. Das ist zum Beispiel die Metrik von schwarzen Löchern. Wenn Sie in ein schwarzes Loch reinfliegen, wird der Raum zur Zeit. Der Raum reißt Sie mit, wird zu einem Spaghettifaden, wo Sie nur noch durchrauschen. Ja? So wie die Zeit uns hier in der äußeren Raumzeit mitreißt, so reißt Sie der Raum mit im Innern eines schwarzen Lochs. Das heißt, Sie haben quasi, das hat Archibald Wheeler gezeigt, John Archibald Wheeler, ein Schüler Einsteins, der machte mal ein paar Rechnungen zur Metrik eines schwarzen Loches und fand raus, Raum und Zeit kehren sozusagen ihre Eigenschaften um im Innern eines schwarzen Lochs. Und so kann man folgern, dass im Hyperraum, wie gesagt, keine Zeit ist, aber in den abspaltenden Partialstrukturen so Strukturen entstehen wie so ein Universum oder Bereiche, wo sie in der Zeit spazieren gehen, in Erinnerungen, in der Welt ihrer Erinnerungen, aber der Raum vergeht, die Erinnerungen verblassen langsam, bis sie wieder was Neues erleben. Und wir stehen als insofern als Lebewesen zwischen diesen Welten. Die Materie steht genau dazwischen, zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen äußerer Raumzeit und innerer Raumzeit. Die innere Raumzeit, das ist der Raum unseres Geistes, unserer Erinnerungen, unseres Gedächtnisses. All die Erlebnisse, Erfahrungen sind da abgespeichert. Das hat noch weitere Konsequenzen, dieses Modell. Sie können daraus folgern, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Es wurde gemessen, dass ein Mensch in dem Moment, wo er stirbt, einen
spontanen Masseverlust hat. Also der zurückbleibende Leichnam ist leichter als der Mensch, als er noch gelebt hat. Bei dem indischen Mystiker Yogananda hat man etwa 100 Gramm gemessen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, habe das mal gerechnet. Wenn man annimmt, da sind Atome, so eine gewisse Delegation seines physischen Körpers rausgegangen, in dem Moment, wo er verstorben ist. Und angenommen, diese Seele, diese Essenz-Elektronen-Gemeinschaft, so habe ich das vorläufig mal genannt, die nimmt dann alles mit, was ein Mensch an Erfahrungen, Erinnerungen in seinem Leben gesammelt hat. Das heißt, wir haben in diesem Modell die gute Hoffnung, dass wir unsterblich sind, dass unser Bewusstsein, unser Persönlichkeitskern erhalten bleibt, weil der ist abgespeichert. Unser Gedächtnis geht nicht verloren durch den physischen Tod, denn die Erinnerungen sind ja auf Elementarteilchenebene abgelegt. Und wenn wir eben das mitnehmen können, auch nur in verdünnter Form, steht uns das weiter zur Verfügung. Dieses Modell deckt sich auch mit den Ergebnissen der Nahtodforschung. Vor 2 Jahren hat der niederländische Kardiologe Pim van Lommel eine interessante Studie vorgelegt. Auf der Basis mehrerer 100 Fälle von Nahtodpatienten hat er deren Erfahrungen statistisch ausgewertet. Und er kam zu dem Ergebnis, dass viele der Menschen, die einen klinischen Tod erlebt hatten, hatten die Erfahrung gemacht in diesem Zustand, wo sie eigentlich schon tot waren. Sie wurden dann durch die moderne Medizin wieder ins Leben zurückgeholt, durch Elektroschock oder Adrenalinspritze oder durch sonstige Maßnahmen. Sie berichteten einhellig, oder viele von ihnen berichteten, sie haben sich außerhalb ihres physischen Körpers erlebt. Sie hatten die Fähigkeit, optisch wahrzunehmen. Sie konnten sich sehen. Das heißt, sie hatten noch Augen, nur verdünnt. Sie konnten hören. Sie haben sogar gehört, wie die Lebenden gesprochen haben. Und die haben sie angebrüllt, aber die haben sie nicht gehört. Warum? Habe ich gerechnet, bin zu dem Ergebnis gekommen, wenn so eine Seele, angenommen, die ist 100 Gramm schwer, ja, wir nehmen also mal angenommen, wir haben so gut meditiert wie Yogananda, können 100 Gramm mitnehmen. Und wir behalten zunächst einmal ungefähr das Volumen unseres physischen Körpers bei. Dann wären 100 Gramm verteilt auf, sagen wir mal, circa 80 Liter. Wenn einer 80 Kilo wiegt, Pi mal Daumen, 80 Liter Volumen, dann sind das ist ein Zustand, der ist 10-mal so dünn wie Luft. Das wäre die Dichte einer Seele. Deshalb ist das natürlich nicht so einfach, einen Verstorbenen noch wahrzunehmen als Lebender. Ne? Das maximal so ein leichter Windhauch noch zu spüren, das ist jetzt, Sie lachen, aber das wird tatsächlich berichtet. Es gibt Menschen, die berichten, oh, mein Vater ist gestorben und da war wie so ein Windzug, so als hätte er mich noch mal gestreichelt. Ja? So was berichten Leute. Das ist plausibel in diesem Modell. Das wäre also ein Modell der menschlichen Seele. Was ist Evolution? Evolution wäre jetzt in dieser Interpretation das Bestreben der Elektronen, sich immer weiter zu entwickeln. Damit wäre zum Beispiel auch die Vorstellung der Wiederverkörperung konsistent zur Evolutionstheorie. Denn die Elektronen werden nach Verlassen des physischen Körpers, also diese Essenzelektronen, die das Bewusstsein mitnehmen, die werden sich jetzt sagen, oh, wir müssen uns jetzt nicht zerstreuen, dann müssen wir wieder von vorne anfangen, ja? Bei, was weiß ich, bei Moos und Ameise oder sonst was. Wir bleiben mal so in der Struktur zusammen, wie wir sind, weil die Elektronen über den Austausch, über die elektrostatische Wechselwirkung, bleiben diese Seelenatome in einem Verband. Die bleiben als Gemeinschaft zusammen und können natürlich unter Umständen den Entschluss fassen, okay, jetzt gehen wir mal wieder in die Materie, neuer Körper. Ah, da sind 2 Eltern, die kennen wir von früher, da kommen wir ganz gut klar. Da haben wir gute Bedingungen, um uns weiterzuentwickeln. Und dann geht der Spaß von vorne los. Ne? Aber das ist im Sinne der Mystik oder der
Theologie natürlich kein ewiges Rad. Es gibt auch einen anderen Ausweg aus dieser Situation, aus der Höhle. Ja? Erinnern Sie sich an das Bild von Plato. Da ist ein Ausgang aus der Höhle. Was passiert, wenn so ein physischer Körper eine so hohe Biophotonenkonzentration akkumuliert, von höchster Kohärenz, und dabei keine degenerativen Prozesse mehr ablaufen? Das wäre prinzipiell die Möglichkeit der physischen Unsterblichkeit. Das heißt, in diesem Quantenmodell wäre es denkbar, dass ein Mensch physisch unsterblich wird, als Abschluss seiner spirituellen Entwicklung. Ich erinnere an Jesus Christus. Von ihm wird berichtet, dass er vor seiner Gefangennahme eine Verklärung erlebte. Die Zeugen, die dem Geschehen beiwohnten, berichten, dass er gestrahlt hat, wie eine Lampe. Er war glanzumflossen. Könnte das möglich sein, dass wir uns so entwickeln wie er, wenn wir einfach nur sehr viel lieben? Meine These ist ja auch, Liebe ist Photonenaustausch. Je mehr Photonen wir austauschen, umso höher wird unsere Lebensqualität, unser Mitgefühl, unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Wir erleben uns nicht mehr begrenzt auf unseren eigenen physischen Körper, auf unser Ego, sondern wir kommen zum Wir. Wir öffnen uns dem Gegenüber, wir werden zu einer Einheit und entwickeln Liebesfähigkeit und entwickeln Heilfähigkeit. Von ihm ist überliefert, dass er große Heilkräfte hatte. Stellen wir uns mal vor, einer von uns würde über eine 100-fach höhere Biophotonenkonzentration verfügen, als im Moment normal ist. Wir könnten vielleicht in der Lage sein, so viel von unserem Quantenfeld auf einen anderen Menschen zu übertragen, dass selbst eine schwere physische Deformation geheilt wird. Also psychokinetische Effekte, die jetzt nur auf molekularer Ebene ganz langsam und schwächelnd ablaufen und uns so gerade am Leben erhalten, dass so ein Belebungsstoß schwerste Krankheiten wegfegt. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, mit diesen Modellen auch theologische Glaubensvorstellungen abzubilden. Wir können die nicht mehr einfach verwerfen. Seit ich diese Thesen veröffentlicht habe, sind die Theologen natürlich in Bedrängnis. Ja? Die haben jetzt jahrzehntelang versucht, solche Dinge wie Auferstehung zum ewigen Leben wieder wegzudiskutieren. Ja? So irgendwie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben oder als Glaubensvorstellung. Und jetzt kann das kann konkret werden. Wer sagt uns denn, dass es nicht andere Planeten gibt, die belebt sind von Lebewesen, die nicht mehr sterben? Die haben dann auch keine Notwendigkeit, sich zu reproduzieren. Also Geburt und Tod ist dann nicht mehr nötig. Man ist dann vollständig und alles ist wunderbar. Und dann macht man vielleicht eine Reise zu einem anderen Planeten und als Gott schaut man, dass die Evolution da vorankommt. Sie können sogar sich jetzt vorstellen, mit der Quantenphysik können Sie sich das überlegen, ob es den lieben Gott gibt, ob da oben ein Hyperraumwesen ist, das, wann es will, hier eingreift oder auch nicht. All diese Dinge sind möglich. Ob das Ihrer Vorstellung der Wirklichkeit entspricht, überlasse ich Ihnen selber. Aber das ist außerordentlich spannend. Ganz zum Schluss will ich noch kurz erwähnen, ich weiß, ich habe schon überzogen, es tut mir leid. Aus dem Hyperraum kommen ständig Ätherteilchen dazu. Ja? Unsere Raumzeitblase wird größer. Das Universum wächst, die Erde wächst, die Sonne, alle Himmelskörper wachsen, weil ständig prasseln Ätherteilchen aus dem Hyperraum in diese Raumzeit ein. Und das macht die Gravitation. Die Gravitation ist eine Druckgravitation, keine Anziehungskraft. Die Anziehungskraft ist eine Scheinkraft. Ich beweise es Ihnen. Ich springe hoch und die Ätherteilchen bringen mich schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Dieses Konzept der Druckgravitation wurde bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts mal angedacht von dem französischen Physiker und Mathematiker Lesage.
wurde aber schnell verworfen, weil Le Sage stellte sich diese Druckgravitation nur vor als so Gravitationsteilchen, die nur aus der äußeren Raumzeit kommen. Das kann man schnell widerlegen, weil da gibt es dann Abschattungsbereiche. Aber wenn man die Konzeption des Hyperraums dazu nimmt, ist das ein konsistentes Modell der Gravitation. Also Massen werden aufeinander zugedrückt. Auch da müssen wir abwarten, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall haben wir dann nicht mal das Problem der Fernwirkung und der Geschwindigkeitsübertragung dieser Wechselwirkung. Das sind alles Möglichkeiten, die sich mit diesem Modell ergeben. Das ist jetzt einfach mal so in der Welt. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die Sache weiterentwickelt. Dankeschön. Danke.